Und et memoris Domini noster vituis et plebs tua sancta usem Christi fili tui Domini nostri tam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis sed et in celos gloriosa ascensionis offerimus praeclare majestati tui de tui. Wie üblich vereint der Priester die Hände, bevor er die Kreuzzeichen macht. Die ersten drei werden über Kelch und Hostie zusammengemacht, die vierte über die Hostie allein und die fünfte über den Kelch. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue, supraque propitio esse nautur espice redineris et acceptabere, sicute acceptabere dignatus est munera pueri tui justiabel et sacrificium patriarche nostri. Das Gebet Supplices te rogamus betet er tief verneigt, die gefalteten Hände auf dem Altar. Dann küsst er den Altar, richtet sich auf und macht das Zeichen des Kreuzes über die Hostie und dann über den Kelch. Er bezeichnet sich mit dem Kreuz, bevor er die Hände vereint. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perferi per manus sancti angeli tui in sublime altaretum et conspectu divinae majestatis tui ut quod quod. Ex sac altaris participatione sacro sanctum filii tui corpus, et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti, et gratia replia amor per Ionem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Für das Memento breitet er die Hände aus und faltet sie vor der Brust. Dann hebt er sie in Gesichtshöhe und mit Blick auf die Hostie gedenkt er der verstorbenen Gläubigen. Die Hände wieder ausbreitend, fährt er mit dem Gebet fort. Am Ende des Gebets faltet er sie und verneigt sich. Am Beginn des Nobis Quoque schlägt er sich an die Brust. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus cum Ioannes Stephano, Matthias Barnaba Ignatio Alexandro Marcellino, Petro Felicitate Perpetua Gata Lucia Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis intra quorum nos consortium non estimator meritis et venie quesumus la. Bei den letzten Worten des Nobis Quoque vereint er die Hände zum Segnen. Die drei Kreuzzeichen werden über Hostie und Kelch gemacht. Perque me communia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Für das Per Ipsum deckt er den Kelch ab und macht eine Kniebeuge. Er nimmt die Hostie zwischen rechten Daumen und Zeigefinger, er hält den Kelch mit der linken Hand. Mit der Hostie macht er dreimal ein Zeichen des Kreuzes über der Kuppa des Kelches und sagt: Per ipsum et cum ipso. Während die linke Hand am Kelch bleibt, macht er mit der Hostie zwei weitere Kreuzzeichen zwischen dem Kelch und seiner Brust und sagt: Dann hält er die Hostie wieder über der Kuppa des Kelches, den er mit den letzten drei Fingern der rechten Hand hält. Omnis honor et gloria. Darauf stellt er den Kelch ab, legt dann die Hostie ab und reinigt die Finger über den Kelch, bevor er ihn zudeckt. Bevor er fortfährt, macht er eine Kniebeuge, bei der die Hände auf dem Korporale ruhen. Schauen wir uns die Bewegung noch einmal in ihrer Gesamtheit an. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus.